Wo ist denn die Kleine jetzt gerade? Oben bei ihrer Fangemeinde. Ja, Paula ist übrigens auch oben und weicht Niki nicht mehr von der Seite. Sie ist ganz vernarrt in sie. Ja. Kann ich kurz mit dir reden? Ja, klar. Ich habe Kopfschmerzen. Hast du deine Tabletten dabei? Nein, ich muss nach Hause mich hinlegen. Okay, ich rufe den Fahrer an, der soll dich abholen, ja? Aber willst du nicht mitkommen? Max, ich kann hier jetzt noch nicht weg. Ich bin Trauzeugin. Das Fest hat gerade erst angefangen. Ich komme später nach. In Ordnung? Ich kann ja auch noch ein bisschen bleiben. Fahr doch einfach schon nach Hause und leg dich hin. Willst du mich loswerden, oder? Was? Du wolltest doch gerade nach Hause fahren. Ja, aber ich wollte mit dir zusammengehen. Hör zu, meine Kopfschmerzen sind wirklich nicht so schlimm. Wir bleiben noch ein bisschen und dann gehen wir beide. Okay? Ja, in Ordnung. Wolltest du nicht fotografieren? Doch, ja, klar. Ich dachte, es würde mir leichter fallen, sie zusammen zu sehen, ihre Hochzeit zu feiern. Wie wäre das letzte Jahr verlaufen, wenn ich mich damals anders entschieden hätte? Würde ich jetzt mit Ben tanzen? Wäre ich glücklich? Ich habe mich für Max entschieden. Und das war richtig. Auch wenn das letzte Jahr sehr angespannt war. Ich habe gelernt, mit seiner Krankheit umzugehen. Ich muss weiter für ihn da sein. Erinnerst du dich noch an unseren Hochzeitstanz? Ja, natürlich erinnere ich mich daran. Es war wunderschön. Du warst wunderschön. Ja, es war wirklich eine schöne Hochzeit. Wir waren so verliebt. Ja, das waren wir. E tu non piensa a me, e ta voglio ben assai, e tu non piensa a me. Können wir dann endlich? Darf ich bitten? Wir wollten gerade gehen, ja. Ja, was? Warum denn? Ihr wisst doch, dass es Unglück bringt, wenn der Bräutigam nicht mit der Trauzeugin tanzt. Ach so. Für wen? Ja, für alle. Das können wir nicht verantworten, oder? Mann. Ja. Darf ich bitten? Ja. Max, was ist denn mit deiner Nase? Max? Das ist meine Sache! Ah! Mein Gott, im Himmelswillen! Max, was ist denn hier passiert? Was ist denn los? Ich kann nicht mehr. Was? Diese erbärmliche Heuchelei kotzt mich an! Wie sehr willst du dich noch demütigen lassen? Was? Die beiden tanzen hier verliebt rum und du? Du guckst zu! Alle wissen doch, dass du nur die zweite Wahl bist. Dass Ben Nina liebt. Er wünscht sich doch, dass er heute sie geheiratet hätte. Und jeder hier weiß das, jeder! Ihr seid so ein verlogenes Pack, ihr fiedert mich an! Guck mich nicht so an. Ich sag dir wenigstens die Wahrheit. Er hat dich nur geheiratet, weil er Nina nicht kriegen konnte.